Sieht schon ein bisschen abgefahren aus, was sie hier bauen. Oh, hier ist rot. Da brauchen wir mehr von unseren Balken hier. Ja. Tschüssi. Okay, da müssen wir stützen. Hallo in die Runde und willkommen zu einer weiteren Folge Icarus hier beim Zockbock mit unserem Garrett. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hole euch hier gerade in unserer Höhle ab. Ich habe ein bisschen mir diverse YouTube-Videos angeguckt zur Optimierung von Performance hier in Icarus. Ich hoffe, wir machen heute einfach mal einen Test. Ich hoffe, es läuft runter. Vorhin habe ich es getestet, da hatte ich das Gefühl, das ist so. Wir gucken uns das einfach gemeinsam an und dann sehen wir weiter. Was haben wir vor? Die letzte Runde war ja mehr so eine Erkundungstour. Heute wollte ich mit euch gemeinsam die Simple-Mission fertig machen mit dem Wachturm. Dazu müssen wir eine Menge Holz abbauen. Das machen wir zusammen. Währenddessen können wir gemeinsam beratschlagen, was so die nächsten Folgen anliegt. Denn wir wollen natürlich die Hütte abbauen. Unten bei der Base, die wir entdeckt haben bei unserer Erkundungstour. Und ich glaube, das geht mit diesem Hammer. Das testen wir jetzt kurz mal hier. Nee, aber mit Steinen sollte das gehen. Zumindest wurde mir gesagt, dass man Stein auch aufnehmen kann wieder. Da bin ich ganz gespannt, weil das sind Bauteile von dieser neuen Materialreihe. Das heißt, da unten steht im Grunde schon mal ein komplettes Haus, was wir uns mitnehmen können, wofür wir keine Rohstoffe ausgeben müssen. Und zwar von der Qualität, die hier die Prometheus-Wände, die echt extrem gute Isolierung haben, vor allen Dingen gegen Hitze. Das heißt, damit muss man dann im Lava-Biom bauen. Zumindest wurde es mir so geschildert. Das ist schon mal gut zu wissen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben auch hier gerade noch einen Punkt und den würde ich, glaube ich, gerne in die Zimmermannswerkbank investieren, damit wir uns auch so die ersten Möbelchen bauen können, wenn wir dann unser Haus jetzt vorantreiben. Aber erstmal dachte ich, wir gehen los und holzen hier den nächstgelegenen Wald gemeinsam ab. Woher schlafen wir? Sieht auch jetzt alles wieder wesentlich schöner aus. Ich habe unser Untermieter macht sich bemerkbar. Was sich auch bemerkbar macht, ist dieser Nachladebonus, den wir geskillt haben. Dann laden wir möglichst jetzt alles aus unserem Inventar raus, was wir nicht brauchen. Und dann ziehen wir los und holen so viel Holz wie möglich. So, geschlafen haben wir noch nicht. Das machen wir jetzt. Und wir haben auch noch eine Lungenentzündung. Das ist aber auch kein Problem, denn wir haben hier noch... noch diverse Tränke. Zack, auf geht's. Unser Eisenmesser haben wir leider bei unserer Taucheinlage verloren. Das ist ja auch ein schöner Morgen. Dank der hochgeschraubten Grafik sieht das jetzt auch alles wesentlich schöner und stimmungsvoller aus. Ich hoffe, das passt so. Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Performance. Auf geht's. Oh. Und wir wollten verstauchter Fuß, ist klar, ne? Den Trank trinken. Und dann hacken wir da drüben einfach die Bäume weg. So. Auf geht's. Oh, waren das zwei ineinander? Spannend. Den Skill zum Holz automatisch aufsammeln, der ist bei mir auch ganz weit vorn. Das spart so viel Zeit. Ja. Also, wir bauen dort gemeinsam diesen Wachturm, stellen dort diesen Scanner auf. Dann sollte die Mission abgeschlossen sein. Da bin ich gespannt, was wir an Belohnungen wieder bekommen können.
Und dann ist noch einer meiner Pläne, vielleicht das heute gleich noch mit euch zu machen, runterzugehen und die Basis da abzubauen, die wir gefunden haben, und mitzunehmen. Vor allen Dingen die Tiergeschichten. Denn dann können wir hier bei uns endlich so ein Pferdchen zähmen. Und wir haben gemerkt, bei der Erkundungsrunde, da ist man schon eine Weile zusammen unterwegs. Die Sonne geht auf. Schön. Das ist doch hübsch. Cool. Okay. Sind wir schon voll? Noch nicht ganz, ne? Ein Baum geht noch. Dann habe ich gelesen, es gibt schon eigentlich seit Beginn bei Ikarus immer so Mini-Ruckler. Die haben wir natürlich auch hier irgendwie ab und zu. Wenn da jemand noch einen Tipp hat, bin ich sehr dankbar. Ansonsten scheint es jetzt gerade ganz rund zu laufen. Mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. Und dann ist es vermutlich so, umso mehr man baut, umso kniffliger wird es. Nehme ich an. So. Auf der Kante. Wenn wir jetzt so Holzgeschichten bauen wollen, brauchen wir sicher Fasern, oder? Ja. Dann müssen wir noch ein paar Fasern holen. Die kriegen wir natürlich dort vor Ort auch. Jetzt sind wir natürlich überladen. Dann legen wir vielleicht die ein oder andere Holzgeschichte erstmal zu Hause ab. Zumindest einen Stapel, damit wir noch genügend Fasern mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, wir laufen rüber zu unserem Missionsort, wo wir diesen Turm aufbauen sollen. Basteln wir da schnell so einen Turm hin. Ist auch eine gute Übung, um vielleicht auch einen Turm bei unserer Basis hier hinzustellen. Ich würde den jetzt allerdings nicht überkompliziert bauen, sondern einfach ratzfatz. Dich wollen wir hier nicht. Der war on point, Leute. So, können wir mal hier so ein Ding bauen. So ein Holzstapel. Dann hauen wir das gleich raus. Das können wir einfach hier hinlegen, dann können wir schon mal rennen. So, den holen wir nachher, vergessen wir nicht. Nee, vergessen wir nicht. Da vorne können wir noch ein bisschen... Genau, hier nehmen wir das mit. So verrückt, ne? Es hat überhaupt keinen... Es macht scheinbar überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt hier alles auf episch hochstelle, wie jetzt. Oder die Performance, wo ich so alles runtergestellt hatte, das ist irgendwie weird. Man erwartet doch, wenn man reduziert, dass es dann wesentlich flüssiger läuft. Aber das ist irgendwie nicht der Fall. Was brauchen wir noch für die Sachen? Nur Fasern und Holz, das sollte doch lang. Damit sollten wir doch hinkommen. So. Mir gefällt es jetzt sehr. Ich finde es richtig Schmuck. Wo müssen wir das bauen? Da. Da vorne. Da ist das Türmchen, das Signal. Da dürfen wir dann jetzt so ein Gebäude hinpflanzen. Und obendrauf dann diesen Scanner, den wir hier im Inventar haben. Da. Das Teil. Und dann habe ich das Gefühl, dass wenn ich langsamer laufe, da war wieder so ein Mini-Ruckler. Und keiner weiß, woran es liegt. Jetzt kommt natürlich ein Sturm, das war so klar. Ich würde sagen, wir hauen uns einfach hier an unsere Baustelle kurz eine Schlechtwetterhöhle rein. Hier so.
können uns ja mal kurz eine Holzfackel herstellen, damit wir was sehen. Zack. Schlechtwetterhöhle, willkommen. Dann können wir auch ganz in Ruhe jetzt hier beim Sturm, das sollte reichen, beim Sturm unsere Holzteile craften. Kann ich keine Leiter bauen? Eine Leiter wäre jetzt gut, ne? Wird jetzt gleich laut. Ich versuche das nachher in der Post ein bisschen runterzuziehen, damit ihr mich noch hört. Holzstuhl, Holzbett. Muss doch auch Leitern geben, oder nicht? Oder gibt es das noch hier im Rang 1? Da gibt es nur so Geländer. Die finde ich auch sehr hübsch. Die würde ich mir auch so noch zulegen, weil es einfach nett aussieht. Nee. Vielleicht hier irgendwo. Tür mit Ledervorhang, Fenster mit Ledervorhang. Wehrgang. Pökelstation. Für haltbare Nahrung natürlich. Fischfalle. Hier kann man übrigens, habe ich gelernt, die Fischfilets herstellen an dieser Fischerwerkbank. Aber das ist was für später, wenn wir irgendwie zu viele Punkte haben. Jetzt sehe ich das noch nicht. Schießpulver. Oh, ab Level 20. Aber wir sind ja eher jetzt auf Bogen spezialisiert. Habe ich eigentlich, ich wollte... nicht gemacht, ne? Ich habe nicht die... Habe ich nicht. Ich habe die Zimmermannswerkbank jetzt freigeschalten, aber wir kriegen ja gleich wieder Punkte. Ich wollte ja den Knochenpfeile machen. Innenbasisbausatz für Holz. Kann man das... Und das ist natürlich schick. Das hätte ich ja auch gern. Aber sowas wie Leitern? Dann bauen wir halt so ein Rondell. Da muss das per Rondell funktionieren. Kommen hier irgendwie später Leitern? Hier gibt es noch Aluminium-Gebäudeteile. Lehmziegel. Beton-Gebäudeteile. Oh, wir sind exponiert. Und ich habe nicht hingeguckt. Das war ja knapp. Wenn wir ducken. Hier haben wir Shelter. Alles klar. Uiuiui, da kommt noch ordentlich Sturm. Da kommt ganz, ganz dick Rot. Das sieht auch irgendwie komisch aus, wie es da oben gerade durchzieht. Aber uns passiert nichts mehr. Wenn ich stehe, ist auch okay hier. Gut. Ja. Okay, offensichtlich Leiter Fehlanzeige. Oder ich sehe es nicht. Das ist auch immer möglich. Vielleicht in der Zimmermannswerkbank, wir wissen es auch nicht. Gut. Dann brauchen wir natürlich ein paar Holzbalken. Vielleicht Balken und wir bauen uns um die Balken drumherum hoch. Einfach mal probieren und testen jetzt. Fünf und natürlich hier die Schrägen. Dann machen wir mal 10. Zack. Dann läuft das durch. Ist auch gut, dann kriegen wir, vielleicht steigen wir sogar ein Level alleine durch diese Bauaktion hier gerade. Da macht sich dann jetzt gleich, da kommt gleich der nächste Sturm, oder was?
Mal sehen. Wir legen das jetzt mal alles hier unten drauf. Das kann erstmal raus. Da kommen die hin. Das Messer hier hin. Die Angel weg. Die Schrägen dahin und die Pfähle. Und dann gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Und wir sind auch nicht überladen. Das heißt, sie sind leichter als das Holz selbst. Was ganz nice ist. So. Gucken wir mal. Und wenn ich da jetzt so ein Ding dran setze, hier so, zack, und dann, so. Relativ hoch, ne? Wäre das dann hier? Ja. Zack. Den kann ich jetzt nicht mehr abreißen, ne? Sieht schon ein bisschen abgefahren aus, was wir hier bauen. Oh, hier ist rot. Da brauchen wir mehr von unseren Balken hier. Ja. Tschüssi. Okay, da müssen wir stützen. Ja, schon wissen, ob das jetzt geht hier mit meinen Balken. Eins. Zwei, ne? Eins. Zwei. Zack. Dann. Coole Bauübung. Coole Bau. Auch um mal das. Kann ich da irgendwie durchschalten? Ah, Varianten. Okay, cool. Rotieren? Nee. Na komm, ich will da drauf. Muss doch gehen. Da. Zack. Und. Zack. Zack, zack, zack. So, dann sollte das jetzt gestützt sein, oder? Dann haben wir es nämlich schon geschafft. Gelb, das ist okay. Ah, nee, der fällt gleich wieder runter, oder? Oh, ist noch orange. Dann stützen wir das jetzt bis rüber. Zack. Und wir brauchen noch mehr so Dinge. Fünf. Haben wir unser Holz schon verbraucht. Aber hier gibt es ja Bäume. Das macht ja nichts. Ah, hier ist es dann. Zack. Und da haben wir dann auch schon zwei, ne? Das passt. Also. Zack. Zack, zack, zack und das war's schon. Gut. Braucht man schon ein bisschen für unseren. Da hätte man wahrscheinlich auch effizienter bauen können. Wir bauen jetzt erstmal fertig. Der Plan muss verfolgt werden. Und es läuft so schön flüssig. Ich bin sehr happy. Ab und zu haben wir diese Mini-Ruckler, aber die sind massiv weniger geworden. Vor allen Dingen, wenn ich nicht so sehr renne. Ist eigentlich alles fein. Cool. Das freut mich sehr. Euch wahrscheinlich auch. Außerdem ist Icarus sieht halt eigentlich sehr, sehr schön aus. Ne? Ist ja schade, wenn man das nicht genießen kann. Wir können uns theoretisch jetzt auch ein bisschen überladen, denn wenn wir es verarbeiten, haben wir sowieso kein Problem, was das angeht. So.
Wir brauchen hier noch bestimmt so 10. Der Rest sollte eigentlich noch reichen, vielleicht von denen hier. Noch 2. Und ihr seht schon, da geht's runter. Und wir können parallel schon anfangen zu bauen. Und das ist eigentlich ganz gelungen hier. Sieht ähnlich aus wie diese Firewatches in Kanada. Den USA gibt es hier, glaube ich, auch. Ne? Zack. Das hier sind dann die Stützen, die die Plattform halten, wo unser Sender draufkommt. Zack, na prima. Und dann würde ich nämlich gleich hier lang gehen. Schwupp. Schwupp, schwupp. Perfekt. So. Und dann müssen wir den nur noch da drauf platzieren. So. Oh, das sieht nicht stabil aus. Ihr seht's, das kriegt Risse. Aber warum? Es wird doch gut gestützt. Warum hat das denn nicht da Risse? Da machen wir halt dann noch eins hin. Dann bekommt es auch noch eine Säule, oder? Bekommt noch eine Säule. Aber das ist gut, dass wir mal so eine Übung machen. Um da ein besseres Gefühl. Gibt es eigentlich da für Icarus Mods oder so ähnlich, um mehr Variabilität in den Bauteilen zu haben? Weil ich bin schon eigentlich so ein Base-Tüftler, ne? Und bisher frage ich mich, ob man da noch ein bisschen mehr Varianz reinkriegen kann. Oh ne, 42 brauchen wir nicht. Ich wollte eigentlich noch mal so 12. Zack. Reicht das jetzt? Sieht schon besser aus jetzt? Ja, jetzt hat er keine Risse mehr. Sehr gut. Wenn halt jetzt ein Sturm kommt, ne, dann brennt das halt ab. Eiskalt. Das finde ich schon krass. Das finde ich krass. Komm, wir machen hier noch die Stütze hin. Die vollendet das Ganze dann. Zack. Zack. Schwupp. So. Sehr gut. Jetzt nichts wie den Sender aufgestellt. Und dann haben wir es dann schon geschafft. Ist dann schon vorbei. Ja. Cool. Wo kam das Ding runter? Hat es jemand gesehen? Bezahlung abholen. Sehr cool. Gucken wir uns das nochmal von weiter weg an. Wo müssen wir denn hin? Ist doch gleich hier. Ja, so, hier sieht es aus, als gäbe es da auch noch... Ah, da. Ja. Okay. Gewinnen wir jetzt vielleicht keinen Schönheitswettbewerb? Man hätte auch direkt einfach um das Ding, um diesen mittleren Posten drumherum bauen können. Das wäre natürlich schicker gewesen, ne? Oh, Wasser. Durst, wir haben Durst. Keiner hat hingeguckt. Alle beim Bauen. Garrett verdurstet am Bau. Ja, man hätte das direkt einfach da lang bauen können, direkt. Also quasi immer so eins hoch, Plattform, eins hoch, Plattform und so weiter. Aber passt schon. So, mal gucken, was wir für Bezahlungsoptionen haben. Einrichtung. Kühlding, Eis zum Kühlen natürlich. Mittlere Holzkiste für den Innenbereich. Da würde ich sagen, wir nehmen das. Dann haben wir schon mal mehr Inneneinrichtungen für unsere Hütte dann. Cool. Sogar 2 Schränke. Und noch ein Level up. Perfekt. So wollte ich das. Cool. Das gibt gute Erfahrungspunkte. 10.000 haben wir gekriegt. Nicht schlecht.
und weg ist sie. Alles klar. Das war hübsch. Gut. Dann laufen wir jetzt zurück, packen unsere Belohnung in unsere Belohnungskiste und machen uns gemeinsam auf dem Weg runter. Hier gab es auch so ein violettes Ding wie hier. Und hier war das eine Unterwasserhöhle. Wollen wir kurz mal gucken? Wir sind gerade da. Weil wenn hier auch eine Unterwasserhöhle ist, dann, wir haben auch gerade eine Fackel dabei, dann würde ich das schon gern sehen wollen. Oder zumindest mal reingucken, ob es eine ist. Ob es eine ist. Genau hier unter uns. Noch ein Stück. Hier. Hier ist es violett auf der Karte. Aber hier ist nichts. Das verstehe ich nicht. Na gut. Also dann, wir gehen gemeinsam kurz das in unser Base abgeben, packen das in unsere Belohnungskiste und dann schnappen wir uns einen Hammer und gucken mal, wie wir unten die Base auseinandernehmen können. Oh, sagt denn niemand was? Und dann hat es uns gleich noch gekratzt. Ich wollte es eigentlich häuten. Die Mole Rat. Wir nennen sie ab jetzt Mole Rats, nicht Drax. Sind Mole Rats. Mehr nicht. So. Wir huschen los. Das hier hält auch überraschend lange, aber jetzt nach dem Sturm sieht man schon die ersten Löcher. Aber gut. Und offensichtlich kann man Holz nicht abbauen. Wenn man jetzt Stein abbauen kann, umso cooler. Wenn wir jetzt das in die Kisten gepackt haben, dann pausiere ich kurz und hole euch wieder dazu, entweder wenn irgendwas Spannendes passiert oder wenn ich natürlich unten angekommen bin an der Base, weil... Wie gesagt, es gibt hier echt viel zu laufen und ohne Mount ist es aktuell immer noch nicht so ganz spannend. Auch für mich, ehrlich gesagt. Außer es kommt jetzt irgendein unbekanntes Tierchen an und will uns umbringen. Dann hole ich euch natürlich dazu. Aber so, hier freue ich mich auf unsere Holzpalisade, ne? Das und unsere Hütte. Zack. Wir können ja schon mal gucken, was es für neue Quests gibt bei Simple. Ah, abgeschossene Drohne beschützen. Leicht. Und sammle ein Radarmittel. Mhm. Und die richtigen Operationen, da können wir uns auch entscheiden, was wir als nächstes machen. Da gibt es nämlich hier auch, das hier finde ich ganz spannend. Da soll man Delikatessen besorgen und es gibt eine Menge Kohle. Und das wäre ja hier erforderliche Tech Rang 4. Na, das können wir sowieso noch nicht machen. Das hier haben wir geschafft, obwohl da erforderliche Tech Rang 3 steht. Egal. Und hier, ach, das ist auch beides Rang 3. Dann müssen wir sowieso noch Level 20 werden, bevor wir hier weitermachen. Da, das wäre Rang 1. Aber gut. Baumhausaufbau. Cool. Cool. Geil, wir dürfen Basen bauen. Als Mission. Das ist ja nice. Da freue ich mich natürlich drauf. Ist hier unser Mitbewohner da? Nee. So. Die Kisten. Kann man die stapeln? Nee, ne? Schade. Das können wir eigentlich mal hochschicken. Da fordern wir mal kurz was an. Und dann wollte ich den Rest
Schmutz verbauen. Mal kurz so ein Ding. Geht drauf. Das geht dann auch, wenn man dann wirklich mal anfängt zu bauen, sind die Ressourcen einfach zack, weg sind sie. Das geht echt so ratzfatz. Holz, 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 Holz. Ist hier die Fackel ausgegangen, oder? Oder wie, oder was? Die war gar nicht an. Da kann man auch Sachen reinlegen. Das machen wir nicht, die vergesse ich doch. Hier packen wir das rein, das Holz. Das kann gleich gebraucht werden dann für die Steinbauteile. Und dann zack, zack. Fasersamen ist Humbug. Raus, Stein hauen wir auch noch rein. Und dann gehen wir los. So, für alle, die es nicht mitbekommen haben, man kann hier sich so eine Drohne anfordern. Schwupp. Die kommt dummerweise. Diesmal landet sie neben uns. Das ist doch gut. Letztens kam sie auf den Berg drauf. Das war ein bisschen blöd. Und dann können wir hier, zack, unsere exotische Materie reinschicken. Und dann geht die hoch. 29 Stück. Und dann können wir uns neue Ausrüstung oben auf der Station holen. Und ich habe auch gelernt, wie wir diesen Anzug bekommen. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt sehen wir uns erstmal in einem kurzen Schnitt unten an der anderen Base wieder. Bis gleich. So, da sind wir an der Base angekommen hier. Und ich habe gelernt unterwegs, dass ich mit Y die einzelnen Bauteile einfach wieder in mein Inventar platzieren kann. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unser gefundene Base einfach mit. Sind vorsichtig und versuchen hier kein Bauteil zu verlieren. Das ist ja alles, können wir alles sparen. Können wir alles sparen. Das müssen wir über X machen. Schwupp. X, X. Steht das frei? Kann man das noch? Ah, ist mir eigentlich egal, das Holz. Die Türen nehmen wir natürlich mit. Wir sind natürlich hemmungslos überladen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Denn wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge bei unserer Basis. Und ich werde einfach ganz gemütlich hinlaufen. Bauteile wiegen leider noch extrem viel. Cool. Dann haben wir nämlich echt ein schickes Haus, was wir dort hinstellen können. Aus diesem neuen Material sogar. Das sind diese Scori irgendwas Bauteile. Kisten, wie viel Inventarplatz haben wir denn noch? Oh, wir können ja alles mitnehmen. Wir nehmen ja alles mit. Eiskalt. Holzkit. Oh. Was war denn da drin? Obsidian-Spitzhacke, den nehmen wir mit. Greift uns das jetzt an? Lass mich in Ruhe. Gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Und schwupp. Damit hier auch keiner uns besuchen kommt, nehmen wir das natürlich noch schnell auseinander. War klar. Da bräuchte ich auch, hätte ich gerne noch einen Shortcut fürs Reparieren. So. Und dann geht's weiter. Steinofen. Da haben wir echt ein bisschen Overload, aber war da was drin? Geformtes Obsidian, meine Fresse. Lavastein. Eisenerz. Obsidian. Junge, Junge, Junge. Knochenmesser weg. So viel Platz haben wir gar nicht. So viel Platz haben wir doch gar nicht. Holzbogen weg. 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 Gut, weiter geht's. Futtertrog, der ist Pflicht. Und der Wassertrog auch. Da ist mir eingefallen, wir brauchen also einen Eimer, um den zu befüllen. Und natürlich das Tierbett.
Dann können wir nämlich unser, das ist ein Namensschild, das ist nicht so relevant. Die haben wir schon aufgehoben. Das heißt, das kann ich eigentlich wieder simpel einsammeln. Was ist das hier? Eine Treppe? Na, Rampe passt. Haben wir noch Platz? Leder raus. Feuerstelle wird auch eingesammelt. Das sind diese Pfeiler. Ich bin ja geneigt, diese Holzkisten einfach hier zu lassen. Die können wir auch selber bauen. Da sind mir die hier wichtiger. Zack. Und natürlich das Bett. Das ist natürlich ein Upgrade zu unserem Schlafsack, Leute. Oh, das rustikale Bett. Das wird ein Fest. Garrett macht jetzt schon Luftsprünge. Die Werkbank natürlich, auf jeden Fall. Und dann können wir, glaube ich, alles einpacken. Das sollte passen. Zack. Schwupp, schwupp. Und die nehmen wir hier mit. Was ist das? Oxid. Ja, diesen Oxidspender da. Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Ganz ehrlich, dies hier nehmen wir noch mit. Dann fällt das sowieso gleich in sich zusammen. Das kann ja alles. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das zerfällt dann sowieso beim ersten Sturm und das auch. So. Damit bin ich sehr zufrieden. Also, wir stehen hier in den Überresten vom Lager. Ups. Das war ein Fest. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Spaß dran habt an den Abenteuern hier mit Garrett beim Zockbock, dann abonniert gerne, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit am Start seid bei dieser Staffel Icarus hier. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis bald. Ciao.